Ein US-Forschungsteam hat Hinweise darauf gefunden, dass es einmal eine Zeit gegeben haben könnte, in der der Mond bewohnbar war. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten sogar, dass das Leben vor etwa 4 Milliarden Jahren von der Erde auf den Mond gelangt sein könnte. Wie genau kommt das Forschungsteam auf dieses wirklich spektakuläre Ergebnis? Und was bedeutet das für zukünftige Mondmissionen? Die Antworten jetzt bei Klicksum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Der Mond gilt als äußerst lebensfeindlicher Gesteinsbrocken, denn er hat kein flüssiges Wasser, keine Atmosphäre und weist extreme Temperaturen auf. Leben, wie wir es kennen, galt deswegen auf dem Mond lange für komplett ausgeschlossen. Ein Forschungsteam aus den USA ist sich jetzt aber sicher, vor langer Zeit muss unser Mond mal ideale Bedingungen für Leben geboten haben. Demnach gibt es sogar zwei verschiedene Zeiträume, in denen der Mond theoretisch bewohnt gewesen sein könnte. Und zwar einmal vor 4,5 Milliarden Jahren, also kurz nach seiner Entstehung, und dann noch einmal rund 1 Milliarde Jahre später, nämlich vor etwa 3,5 Milliarden Jahren. Nach Angaben des beteiligten Forschers Dirk Schulze-Makuch, Zitat, ein beachtliches Zeitfenster, in dem nicht nur flüssiges Wasser auf der Oberfläche des Mondes existiert haben könnte, sondern auch Leben. Natürlich Mikroben oder Bakterien und keine grünen Männchen, so der Mitautor der Studie weiter. Das Fazit des Forschungsteams ist also ganz klar, der Mond sei lange nicht so trocken, wie man immer dachte. In seiner Frühzeit habe er wahrscheinlich sogar sehr viel Wasser aufgewiesen, möglicherweise sogar genug, um einen Ozean zu bilden. Einige Indizien sprechen tatsächlich dafür, dass der Mond sogar heute noch eher feucht ist. Forschungsteams vermuten, dass beispielsweise Krater an den Mondpolen, an die nie Sonnenlicht gelangt, bis zu einige hundert Millionen Tonnen Eis enthalten könnten. Eventuell ist das nur ein kleiner Rest von einer gigantischen Wassermenge auf dem Mond, die über viele Milliarden Jahre ins All verdampft ist. 2009 hatte ja Chandrayaan 1, eine indische Sonne, die Signatur wasserhaltiger Mineralien auf der Mondoberfläche aufgespürt. Doch woher stammt dieses Wasser? Dazu gibt es mehrere mögliche Antworten. Dazu Dirk Schulze-Makuch. Wir gehen davon aus, dass der Mond als Resultat einer gigantischen Kollision der Erde mit einem anderen Himmelskörper vor 4,5 Milliarden Jahren entstand. Flüchtige Stoffe könnten dem Mond dann erhalten geblieben sein, vielleicht haben aber auch Asteroiden Wasser mit auf den Mond gebracht oder aber es gaste aus geschmolzenem Gestein heraus. Das Forschungsteam verweist zudem auf den Vulkanismus, der auf dem Mond weit verbreitet ist und wohl vor 3,5 Milliarden Jahren für die Entstehung der sogenannten schwarzen Mondmeere verantwortlich war. Auch so könnte Wasser auf die Mondoberfläche gelangt sein. Die hätte zudem auch eine Atmosphäre auf dem Mond geschaffen, die man sich dreimal so dicht vorstellen könnte wie die des Mars. Diese hat sich wohl aber sicher nicht besonders lange gehalten, so eine Studie eines anderen Forschungsteams aus dem vergangenen Jahr. Demnach sei solch eine Gashülle in weniger als 100 Millionen Jahren verschwunden. Ein Ausschlusskriterium für ein mögliches Leben auf dem Mond ist das dennoch nicht, so das US-Forschungsteam in der aktuellen Studie. Dafür müsste die chemische Evolution zwar innerhalb weniger Millionen Jahre aus anorganischen Bausteinen erste Zellen geschaffen haben, aber dies sei nicht undenkbar. Doch die damaligen Lebensformen könnten auch anders auf den Mond gelangt sein, und zwar von der Erde aus. Ein äußerst spannendes Szenario, denn vor etwa 4 Milliarden Jahren wurde die Erde von zahlreichen Asteroiden bombardiert. So könnten Mikroben Richtung Mond geschleudert worden sein. Falls sie den Einschlag und die Reise zum Mond überlebt haben, hätten sie dann dort weiter existieren können, so das Forschungsteam. Die Fachwelt jedenfalls diskutiert über die neue Studie, hält es aber nicht für komplett ausgeschlossen, dass es einmal flüssiges Wasser auf dem Mond gegeben hat. Doch selbst wenn dies der Fall war, heißt das nicht, dass sich in einer solchen Zeitspanne auch Leben entwickelt haben könnte. Zudem machen eine Atmosphäre und Wasser noch keinen lebensfreundlichen Planeten aus. Das sagt das Forschungsteam auch selbst. Auch wenn der Mond vor langer Zeit mal äußerst wasserreich gewesen sein sollte, sprechen geologische Betrachtungen eher für einen feuchten Dunst, der kurzzeitig um die felsige Einöde zu finden war. Was wir dagegen sicher wissen, derzeit sind die Bedingungen auf dem Mond äußerst lebensfeindlich. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass auch heute noch flüssiges Wasser existiert. Sicher nachweisen ließe sich das aber nur durch eine Landesonde. Für die Raumfahrt jedenfalls wäre solch eine Entdeckung sicherlich eine Sensation, denn aus dem Wasser könnte man sowohl Sauerstoff als auch Wasserstoff gewinnen und letzterer ließe sich als Antriebsstoff für Raketen nutzen. Wenn ihr kein Video
dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die ein wenig unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks und Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die, genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken, Wasser auf dem Mond. Da gibt es noch mehr Infos zum Thema. Also bis dann, bleibt dran.